einmal mit in unsere Garage und zum Auto. Und es geht natürlich hier auch in dieser Sendung um das Thema Auto bzw. auch ums Radwechseln, weil das ist auch bald wieder dran. Sie kennen wahrscheinlich das Sprichwort von O bis O. Und da muss man eben wieder, jetzt aktuell hat man die Winterreifen drauf, wieder auf die Sommerreifen umwechseln und das Gleiche natürlich im Herbst dann auch wieder. Und Sie kennen es vielleicht auch, man macht sich dann einen Termin in der Werkstatt, aber da sind natürlich auch noch ganz viele andere, die auch noch ihre Reifen gewechselt haben wollen. Und deshalb müssen Sie nicht mehr so lange warten, kostet ja auch immer noch sehr viel Geld. Sie können das ganz einfach selber machen und im zweiten Teil der Sendung zeigen wir Ihnen noch alles, damit Sie Ihr Auto auch mal richtig schön ordentlich sauber machen können. Auch davon bin ich ein großer Fan. Also ich würde sagen, Ingo, wir starten direkt und fangen mal an mit dem Radwechsel. Der Radwechsel ist enorm wichtig, aber du hast es gesagt, ich habe das auch mit meinen Winterreifen, ich habe die immer eingelagert gehabt. Dann wechseln die alles und lagern die Sommerreifen und dann wechseln sie wieder und lagern sie die Winterreifen. Kostet alles ein Schweinegeld. Also es hat mich immer, ich glaube, 70, 80 Euro gekostet, jedes Mal, wenn ich das gewechselt habe. Das können Sie selber machen. Und das ist hier wirklich, und das alles, was wir Ihnen dazu zeigen dafür. Und es ist natürlich hier, da spart man so viel Geld mit so einem, wenn man das selber macht. Wie alle Services, die Sie selber machen, die brauchen Sie nicht zu bezahlen. Gerade O bis O, das ist jetzt genau so, Ostern ist ein paar Tagen, dann ist es genau wieder die richtige Zeit, die Winterräder runterzunehmen und die Sommerräder raufzumachen. So sieht Ihr Auto jetzt im Moment wahrscheinlich aus. Sie haben die Winterräder drauf, alles super. Sie können damit bestens fahren, durch Schnee, durch Eis, durch Glätte, alles kein Problem. Aber im Sommer wollen wir die Sommerreifen drauf machen. Und dazu haben wir hier alles, was Sie brauchen. Wir fangen an. Erstmal muss man den Wagen ja anheben, damit man das Rad überhaupt wechseln kann. Und Moni, du hast da den ersten Koffer da vor dir. Auf dem Wagen habe ich alles zusammengestellt, was man braucht. Ich finde das so genial. Das ist ein elektrischer Wagenheber. Mhm. Wenn wir den aufmachen, sehen wir, dass der also super untergebracht ist da auch noch. Schauen Sie mal. Super aufgehoben, finde ich, in dem Koffer. Ja, vielleicht hat man ja einen Wagenheber im Auto. Ich habe einen, aber ich glaube, da verletze ich mich eher mit, weil der so dünne Stängelchen nur hat. Ja. Ich nehme den mal raus hier. Mhm. Das ist eben das Praktische, dass das so einfach ist. Das kann man auch einfach mal im Kofferraum lassen. Strom kriegt er übrigens nicht über eine 230-Volt-Steckdose, wirklich auch für unterwegs hier mit diesem 12-Volt-Anschluss. Den stecke ich jetzt hier mal in unsere Stromquelle. Ich könnte ihn ins Auto stecken, aber unser Auto hat leider überhaupt keinen Strom. Deswegen nehme ich hier mal eins unserer fantastischen Powerpacks. Jetzt setzen Sie den Wagenheber an. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das am Rahmen festmachen und nicht an der Tür. Müssen Sie ein bisschen gucken hier, wie das mit der Ausrichtung ist. Das hier ist meistens markiert auch noch dran, wo man das dann genau machen kann. Das müsste ungefähr passen. Und jetzt kann ich den Wagenheber hier ganz einfach hochfahren. Oh, der passt sogar schon. Jetzt kann ich den Wagen hier anheben. Bis zu 2 Tonnen tatsächlich. Also das geht für die meisten Autos. Ich hebe es jetzt mal nicht weiter an, weil unser Studioboden natürlich ein bisschen nicht so stabil ist wie eine Garage oder sowas. Jetzt habe ich den Wagen hochgehoben und kann hier das Rad ganz einfach selber wechseln. Also gerade im Vergleich zu so einem Wagenheber, den man normalerweise mit dem Auto dazu bekommt, ist das unglaublich praktisch. Habt ihr einen Wagenheber im Auto? Nee, leider nicht. Du hast nicht mal einen Wagenheber? Nee. Oh. Ich habe so einen, da muss man das, glaube ich, mit der Hand noch machen. Das muss man mit der Hand machen und das ist meistens so eine kleine Stange und das schneidet dann immer ein. Und da muss man ihn so. Ja, genau. Sie haben gesehen, wie klein und kompakt der in dem Koffer untergebracht ist. Der hat richtig, richtig Kraft, um Ihr Auto eben hochzuheben. Hier sehen wir das mal. Das stecken Sie dann ganz einfach in den 12-Volt-Anschluss bei Ihrem Auto. Früher sagte man Zigarettenanzünder. Das hat dann genug Kraft, um Ihr Auto hochzuheben. Das Kabel ist auch lang genug, dass man auch, wenn man ein größeres Auto hat oder ein längeres Auto, da ganz bequem dann sein Auto heben kann. Gucken Sie mal, hier haben wir sogar einen Transporter. Der wiegt, glaube ich, 1,95 Tonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber bis zu 2 Tonnen kann der hier ganz problemlos anheben und Ihnen dann eben tatsächlich Ihr Auto hochheben, dass Sie das Rad ganz einfach selber wechseln können. Die Fernbedienung ist natürlich super praktisch. Ich brauche jetzt eben nicht mehr zu kurbeln, sondern drücke ganz einfach einen Knopf.
Das ist wirklich richtig praktisch. Und wir wissen es natürlich alle, die Räder sind unser einzigster Kontakt im Auto zur Straße. Da muss man wirklich darauf achten, dass man eben auch die Räder wechselt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade natürlich auch im Sommer. Da ist es ja dann auch immer mit den Witterungsverhältnissen. Im Sommer ist es ja viel, viel heißer als im Winter. Also ganz wichtig, dass Sie Ihre Räder hier wechseln. Und so einfach kann das schon gehen. Ich finde den hervorragend, vor allem zum TV-Sonderpreis von 84,54 €, ein elektrischer Wagenheber. Das ist wirklich wunderbar. Ja, es ist vor allem so viel praktischer als ein Wagenheber, falls einer in Ihrem Auto drin ist, als den zu benutzen. Wie gesagt, super einfach. Sie drücken einfach einen Knopf, müssen nicht irgend mit so einem Stängelchen da irgendwas kurbeln oder schlimmer noch pumpen. Das geht dann auch noch auf den Rücken. Einfacher geht's nicht. Und Sie haben es gesehen, der ist so klein in diesem Koffer. Der passt auch so im Kofferraum, wenn Sie mal eine Reifenpanne haben, dass Sie da auch mal das Ersatzrad ranmachen können. Ist ein super Autozubehör hier für 85 €, also nicht mal 85 € können Sie sich den nach Hause bestellen und damit können Sie dann immer Ihr Auto hochheben, ohne sich anzustrengen, ganz einfach elektrisch. Der Koffer ist natürlich super robust, der passt einfach mal in den Kofferraum neben den Radkasten und dann haben Sie einen fantastischen Wagenheber, auch mal um Bekannten zu helfen, wenn die ihre Räder wechseln wollen. Wie gesagt, achten Sie bitte drauf, an dem Rahmen ist immer so eine kleine Markierung. Das zeigt Ihnen, dass Sie da das Auto hochheben können, gefahrlos. Wenn man das an der Tür macht, dann gibt es Dellen und das Auto hebt sich gar nicht. Hier ganz, ganz einfach selber zu machen. Also am besten bestellen Sie sich jetzt direkt Ihren elektrischen Wagenheber hier zum TV-Sonderpreis von 84,54 €. Und da müssen Sie nicht mehr auf einen Werkstatttermin warten, sondern können das einfach mal selber machen. Vielleicht auch für die ganze Familie einfach mal am Wochenende. Ich glaube, das wird dann auch noch richtig Spaß machen. Die Bestellnummer für unseren elektrischen Wagenheber ist die NX 55 76 und die 569. Also das kann ich Ihnen wirklich nur raten, direkt zu bestellen. Aber was man natürlich auch noch braucht, ist natürlich hier diesen Teleskop-Radmutternschlüssel. Und auch den haben wir. Und da haben wir auch ganz verschiedene Aufsätze, weil es gibt ja auch verschiedene Radmutternschlüssel. Aber die braucht man ja auch immer. Ich weiß nämlich, wenn die verloren gehen, dann muss man erst mal gucken, wie man die Räder abkriegt. Ja, ja, ich weiß. Hier ist das wirklich auch alles super zusammengefasst. Ganz einfach zu wechseln, die Nüsse auch. Die kann man einfach abziehen und wieder draufstecken. Ist für 17, 19, 21 und 23 mm für die Fachleute. Das passt auf alle Radmuttern. Das Rad muss jetzt nämlich gelöst werden. Das sind diese Muttern, die sind auch sehr, sehr fest immer angebracht. Klar, wir müssen ja sicher auf der Straße unterwegs sein und uns darauf verlassen können, dass die Räder hier eben auch dranbleiben. Die Muttern sind hier in diesen Mulden drin. Und wenn du mir mal den Mutterschlüssel da gibst. Schauen Sie mal, der hat ein Teleskop hier dran. Das heißt, ich kann den hier länger machen. Das gibt mir eine deutlich größere Hebelwirkung, weil diese Radmuttern da am Rad sind unglaublich fest angebracht. Und jetzt kann ich die hier ganz, ganz einfach, auch wieder viel besser als alles Bordwerkzeug, was Sie vielleicht haben, setze ich hier rauf und kann die jetzt ganz einfach hier mit diesem Teleskop, Mutterschlüssel hier, lösen. Weil wir eben hier jetzt plötzlich diese Hebelwirkung haben. Teleskop natürlich super, weil dadurch kann ich den dann ganz einfach klein wieder zusammenschrauben. Und wenn ich den jetzt hier löse, können wir da wirklich ganz einfach die Mutter lösen. Das können wir bei allen vier machen. Damit haben wir dann das Rad gelöst und können dann die Sommerräder jetzt für Ostern zum Beispiel ganz einfach wieder festmachen. Sehen Sie, so einfach geht das. Und dann kann ich das damit auch wieder festziehen. Also ich finde das unglaublich praktisch hier auch wieder viel, viel besser als jedes Bordwerkzeug. Ich weiß bei mir, ich habe einen, der ist diese Länge ungefähr und hat aber so einen dünnen Stab nur. Das ist auch wieder was, wo ich dann wahnsinnig viel Kraft brauche und mir dabei eben dann auch noch in die Hände eventuell verletzen könnte. Durch die Hebelwirkung hier mit diesem Teleskop habe ich viel mehr Kraft, die ich hier auf die Radmutter anbringen kann. Und das ist das, warum wir das hier auch noch mit in die Sendung gepackt haben. Kostet nicht viel, viel besser als jedes Borgwerkzeug, nimmt aber auch nicht mehr Platz weg. Das ist das Tolle dran, weil wir hier eben diese Teleskopsache haben. Ich finde das richtig klasse. Ja, ist wirklich richtig gut. Sollte man auch immer da haben, gerade natürlich beim Radwechsel. Auch hier haben wir unseren TV-Sonderpreis und der liegt hier bei 14,24 €. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen auch gerne. Das ist die NX 95 67 und die 569 für unseren Teleskop-Radmutternschlüssel. Also am besten den auch gleich direkt mitbestellen, weil dann haben Sie einfach mal alles parat.
und natürlich alles hier zum TV-Sonderpreis. Weiter geht's hier mit unserem Profi-Drehmomentschlüssel. Auch den hat man vielleicht so der ein oder andere im Kofferraum, aber wir haben hier eben dieses Profi-Werkzeug. Braucht man natürlich auch. Ja, wir haben jetzt die Winterräder abgemacht, die Sommerräder raufgemacht und die schon mal locker hier mit unserem Teleskop-Wagenschlüssel wieder rangemacht. Jetzt müssen wir das richtige Drehmoment einstellen. Das bedeutet, wie fest sind die Schrauben da drauf? Klar, wenn die zu locker sind, ist sehr, sehr gefährlich, dann fallen die Räder vielleicht ab. Wenn sie zu fest sind, dann ist es irgendwann ab. Das darf man auch nicht machen, dann ist nämlich das Gewinde kaputt und man kann sein ganzes Auto teuer reparieren lassen. Hier kann man exakt den richtigen Drehmoment einstellen, wenn du ihn mir mal gibst hier. Ja. Hier ganz einfach, hier einzustellen, hier an dieser Skalierung, je nachdem, wie ich das hier drehe, kann ich hier die verschiedenen Drehmomente einstellen. Sehen Sie das hier? Das kann ich hier hoch und runter drehen und danach stelle ich dann den Drehmoment ein. Man kann das hier einstellen bis zu 218 Newtonmeter. Schauen Sie mal bei Ihrem Auto, wie der Druck da sein sollte. Sie kriegen auch wieder verschiedene Nüsse, die Sie hier raufstellen können. Und wenn man das dann festmacht, dann klackt es irgendwann, wenn man genau den richtigen Drehmoment gemacht hat. Ganz, ganz wichtig, dass wenn Sie das gemacht haben, dass Sie das nach ein paar Kilometern auch nochmal nachgucken. Weil wenn man das jetzt so feststellt, genau mit dem richtigen Drehmoment und fährt, dann kann es sein, dass die Schraube nochmal ein bisschen lockert oder ein bisschen wieder festzieht. Deswegen soll man ja, wenn man das in der Werkstatt machen lässt, auch noch mal so nach ein, zwei Tagen noch mal hinfahren, damit die das noch mal aufprüfen. Das ist auch wieder Profi-Werkzeug hier für unter 30 Euro, was ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Das gehört einfach dazu, wenn man selber Räder wechselt. Und mal ganz ehrlich, bis jetzt könntet ihr das auch, oder? Auf jeden Fall, könnten wir selber wechseln. Du hast auch Winterreifen noch drauf, ja, ne? Ja, habe ich, ja. Hast du einen Termin schon? Nee, ich habe noch keinen gemacht, aber ich habe letztens mal angerufen und dann hieß es so, ja, Ende April, und dann kann ich sie bei aller Liebe auch selber wechseln, weil Ende April kann ich ja fast schon wieder die Winterreifen drauf lassen. Ja. Bei dir, Moni? Ja, ich muss auch noch ran. Ich habe schon immer mal überlegt, das selber zu machen. Ich habe mich immer nicht getraut, weil ich nicht möchte, dass mich ein Rad bei der Fahrt dann überholt. Aber ich glaube, wir haben wirklich alles da, damit ich das auch selber mal machen kann. Und selbst ist auch die Frau. Ich finde, wir können uns auch mal dran trauen, ja? Ja, eben durch diese ganzen Teleskopsachen, die wir hier haben, mit den langen Griffen, braucht man eben nicht viel Kraft dafür. Die Kraft ist ganz, ganz wichtig hier bei diesem Drehmomentschlüssel. Am besten gleich mitbestellen, damit Sie die Räder dann auch richtig im richtigen Drehmoment, also mit der richtigen Kraft, wieder angezogen bekommen. Ja, und man kann es eben auch nicht überdrehen, finde ich auch super, weil man hört es dann auf jeden Fall direkt. Sie bestellen hier unseren Profi-Drehmomentschlüssel mit der Bestellnummer der NX9568 und der 569 zum TV-Sonderpreis von gerade mal 28,49 €. Also auch hier wieder unser TV-Sonderpreis. Das ist wirklich richtig klasse. Ja, und was darf man natürlich auch nicht vergessen? Man sollte die Räder markieren. Früher hat man das mit einer Kreide gemacht. Immer vorne links, vorne rechts drauf geschrieben, damit man die eben dann auch wieder, wenn es dann wieder Winter ist, genau an die Stelle anbringen kann. Aber da haben wir jetzt was viel Schöneres für Sie. Das sind nämlich solche Ventilkappen und da steht das dann auch alles drauf. Ja, ganz wichtig. Der Reifen, das Rad, was vorne links war, soll auch wieder vorne links landen. Wir haben jetzt hier so einen Stapel Räder neben uns stehen. Das sind die Winterräder. Wir haben die Sommerräder raufgemacht. Hiermit kann man die ganz einfach markieren. Sie sehen das VL vorne links, VR vorne rechts und so weiter und so weiter. Ganz, ganz einfach hier. Das reicht übrigens für zwei Autos hier, weil sie 8 dieser Muttern bekommen. Nicht mal 5 Euro, sehr, sehr einfach. Ja, das ist wirklich hervorragend. Für nur 4,74 € bestellen Sie sich hier diese Markierung am besten auch direkt, weil dann können Sie die Räder auch wieder an die richtige Stelle anbringen. Das ist eben wichtig, weil man ja auch unterschiedlich hier diesen Abrieb hat auf der Straße. Dieses Set bestellen Sie gerne mit der Bestellnummer der NX3051 und der 569. Und jetzt haben wir unsere Akkukompressor-Luftpumpe. Und die kann ich Ihnen wirklich auch immer nur raten, auch mal mit im Auto zu haben. Ja. Ja, weil den Luftdruck sollte man wirklich regelmäßig kontrollieren. Merve, wann hast du zuletzt mal deinen Luftdruck bei deinen Reifen kontrolliert? Zu lange her. Mein Papa hat mich mal so daran erinnert, kontrollierst du eigentlich deinen Luftdruck? Ich so, nee, in der Regel nicht. Solltest du unbedingt tun. Ja. Und du, Moni, wenn wir schon mal Merve gefragt haben, genau. Fragen wir dich doch auch mal. Ich bin jetzt mal dein Papa. Also, Moni, du solltest mal deinen Reifendruck nachprüfen. Ja, sollte ich auf jeden Fall auch. Also Reifendruck ist natürlich unglaublich wichtig. Wenn wir zu viel Reifendruck drauf haben, dann haben wir weniger Kontakt zur Straße. Das heißt, damit ist unser Bremsweg noch mal deutlich länger. Wenn wir zu wenig Luftdruck auf den Reifen haben, dann schlingert der so.
Das heißt, wir können unkontrolliert fahren, ins Schleudern kommen, all diese Sachen. Deswegen sollte man immer den richtigen Luftdruck haben. Natürlich hier mit in der Sendung für den Radwechsel, weil jetzt haben wir die Sommerreifen drauf und wollen natürlich auch gucken, dass sie exakt den richtigen Luftdruck haben. Und wenn du mir das mal gibst, dann zeige ich mal, wie das funktioniert hier. Ist total. Ja, jetzt ist noch in der Kamera. Super. Also erstmal, Ihnen fällt schon auf, wir haben hier einen sehr starken Scheinwerfer auch noch dran. Das heißt, in einer Notsituation kann ich mir hier selber helfen. Ich mache den mal an. Dann können Sie sehen, wie unglaublich hell der ist. Da, der macht richtig Licht. Und wenn Sie nochmal drauf drücken, haben wir hier sogar noch so ein Warnblinklicht. Das kann im Falle einer Reifenpanne natürlich unglaublich praktisch sein. Hier sieht man es an meinem Pullover. Ich weiß nicht, an der Hand sieht man es. Sehen Sie das? So rotes, blinkendes Licht. Ich mache es mal wieder aus hier oder sogar schneller. Und jetzt können wir hier ganz, ganz einfach auf der Rückseite, und das ist das Geniale hier, hier den Bardruck einstellen. Sehen Sie es? Jetzt haben wir 2,3. Wo finde ich den im Auto, wenn ich es nicht wo genau weiß? Wo findet man den im Auto, wenn man es nicht genau weiß? Es ist ganz, ganz einfach. Bei den allermeisten Autos ist es bei der Fahrertür, wenn man die aufmacht, im Rahmen ist da so ein Schild, da steht dann ganz genau, wie viel der Druck der Reifen sein sollte. Also in der Regel sind das so 2,4, 2,5 Bar. Okay. Aber auch bei größeren Autos ist das überhaupt kein Problem. Der kann nämlich tatsächlich bis zu 10 Bar auftunken. Das ist ganz einfach hier mit dem Schlauch, den setzen Sie auf Ihren Reifen drauf. Und dann können Sie hier tatsächlich ganz, ganz einfach eben Ihren Reifendruck nochmal auffüllen wieder oder Luft ablassen. Der füllt ganz normal auf und hört dann auf bei dem Wert, den Sie vorher eingestellt haben. Also unglaublich praktisch. Sie kriegen auch noch Adapter dazu tatsächlich, mit denen Sie dann tatsächlich auch ja, so Schwimmsachen, Bälle, all diese Sachen aufpumpen können. Jetzt haben wir hier mal den Schlauch drauf gemacht. Damit kann ich jetzt mal ans Rad gehen und hier den Reifendruck genau einstellen. Es ist auch wieder total einfach. Sie machen hier einfach diese Ventilschutzkappe ab. Ich drehe die mal eben ab hier. Hat Ihr Auto wahrscheinlich auch. Drehen hier die Pumpe rauf. Sie hören schon, da kommt ein bisschen Luft raus. So, und jetzt kann ich hier den Druck einstellen. Ich stelle den mal auf, ja, ich mache mal 2,5. Jetzt, wenn ich hier rauf drücke, dann können wir tatsächlich hier, dann fängt er ganz automatisch an, bis 2,5 Bar den Druck zu machen und hört dann automatisch auf. Sie können auch sehen, wie weit er schon ist hier. Ich kann es jetzt in der Kamera nicht so richtig sehen, aber er hört dann ganz automatisch von alleine auf. Genau, wenn der richtige Druck erreicht ist, sollte man auch haben. Zu Hause ist es viel einfacher, als das mit der Hand zu machen oder bei der Tankstelle. Na, hier haben wir eine ganze Menge Luft, die wir noch nachmachen müssen. Jetzt ist er voll. Das sollte man auch zu Hause haben für Fahrräder, für Bälle, aber auch fürs Auto. Der ADAC sagt übrigens, dass man alle 2 Wochen seinen Reifendruck nachprüfen soll und dann eben hier immer sicher unterwegs zu sein. Ja, also bestellen Sie am besten auch direkt mit der ZX 8164 und der 569. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich der Autoreinigung. Ich bin da wirklich ein richtiger Freak. Ich mache das sehr, sehr oft. Aber das sollte man auch machen, gerade jetzt zum Frühjahr, vielleicht auch nach einer langen Reise mal. Steht ja jetzt auch vielleicht auch der nächste Urlaub wieder bevor, wo man eben länger mal im Auto sitzt. Und da haben wir jetzt unseren kompakten Akku-Handstaubsauger. Und den haben wir natürlich auch zum Spitzenpreis. Ja. Das ist der Handstaubsauger und der ist unglaublich kräftig. Handstaubsauger, normalerweise solche Geräte, die sind immer, machen einen Höllenlärm und saugen nichts Vernünftiges. Schauen Sie mal, hier haben wir die perfekten Aufsätze, einmal mit Bürste, um gröbere Flächen zu machen. Aber wir können das auch abmachen hier, dann kommen wir in die Nischen und Kanten auch noch rein. Ganz einfach zu bedienen, der funktioniert mit Akku, hat auch eine sehr ordentliche Laufleistung, hält dann eben auch, dass man das ganze Auto mal sauber machen muss, kann. Und Moni, Merve, wir drei sind genau die Richtigen, weil wir hier immer zur Arbeit richtig lange fahren müssen. Ja. Ne? Du fährst, wie lange fährst du zur Arbeit? 110 Kilometer. Und du? 200. Ja, bei mir sind sogar 237. Das heißt, natürlich essen wir mal einen Keks, essen mal ein Brötchen. Ja, und dann immer schön hier so rechts neben dem Sitz zwischen Armatur und dem Sitz ist alles voll. Alles voll, wirklich. Bei mir ist es immer da wo der Schaltknüppel ist. Das ist ja immer so ein weiß nicht, wie man das nennt, so eine Umhüllung rum, so eine flexible. Da sind immer Krümel drin bei mir.
Ich esse nicht viel im Auto, aber das ist... Banane, oder? Hast du mir gestern verraten. Bananen esse ich auch. Da klar, Bananenschalen, alles. Bananenschalen, alles. Also hiermit kann man wirklich hier ganz einfach mal in die Rillen reingehen und dann eben tatsächlich hier richtig sauber machen. Ja. Gerade für so kleine Sachen, wenn sie Kinder haben sowieso, wenn sie einen Hund haben. Ich finde das halt so genial, dass der so klein ist, dass man damit wirklich überall hinkommt. Und der passt wirklich mal in die Seitenablage unter den Sitz und hat dann eben mal, oh Gott, ein kleines Malheur. Naja, dann gehe ich da eben mal schnell mit meinem Sauger rüber. Also es ist fantastisch hier und das ist ein ganz tolles Angebot auch noch, was wir hier haben, zum TV-Sonderpreis. Ja, und der liegt hier bei nur 16,14 €. Sie haben es vielleicht auch schon gesehen, man braucht gar keinen Staubsaugerbeutel. Auch das finde ich nochmal einen Riesenvorteil. Klein, kompakt, einfach mal im Handschuhfach liegen haben und dann... Vielleicht auch einfach mal, wenn man an einer roten Ampel steht, ein bisschen das Auto sauber machen. Ich kann Ihnen das wirklich nur ans Herz legen. Man fühlt sich einfach besser, wenn das Auto ordentlich geputzt ist. Guck mal, wenn man hier so einen Bürstenaufsatz hat, kann man auch mal hier tatsächlich dann Krümel am Pullover wegmachen. Oder hier mal so in diese, wo die Lüftung ist, da kommt man ja sonst gar nicht ran. Ne? Und ich hasse es, an der Tankstelle mein Auto zu saugen. Man weiß immer nicht, wer den vorher angefasst hat. Der Schlauch rattert immer über den Lack rüber. Manchmal muss man warten, es kostet Geld. Und das kostet ja 50 Cent, 1 €, 2 €, habe ich schon alles gesehen. Aber das reicht nie, die Zeit. Ne? Und dann steckt man noch einen rein, dann braucht man noch 2 Minuten und dann läuft der und läuft der und läuft dafür, was man da bezahlt hat. Sparen Sie sich das Geld. Holen Sie sich einmal einen vernünftigen Sauger, hier so einen Akkusauger mit richtig ordentlich Leistung, womit diese Krümel dann eben ganz einfach weggehen. Ja, zum TV-Sonderpreis von nur 16,14 € bestellen Sie sich unseren kompakten Akku-Handstaubsauger gerne mit der ZX6264 und der 569. Und Sie sehen es mal, das kann man hier alles wirklich richtig schön sauber machen. Bis in die kleinste Ritze und Sie kennen es wahrscheinlich auch, gerade auch wenn Sie vielleicht Haustiere haben oder Kinder oder auch einfach mal selber länger Auto fahren, da sammelt sich einfach einiges an Dreck an. Aber vielleicht haben Sie auch mal gekleckert, man trinkt ja auch mal was im Auto. Ich weiß, dass du mal einen Kaffeefleck hattest auf deinem Sitz. Ich hatte mal einen Kaffeefleck. Wir haben hier mal den Autositz. Ja. Schauen Sie mal, was wir hier haben. Einen Polsterreiniger. Wow. Das ist einfach genial, dieses Gerät. Und zu dem Preis habe ich den wirklich noch nie gesehen. Der spült alles durch, was Sie hier mit diesem Sauger dann machen. Wir haben hier sauberes Wasser, das wird durchgespült und hier sammelt sich dann das dreckige Wasser. Wir haben ihn hier gesehen, jetzt wollen wir ihn auch mal demonstrieren. Und auch den gebe ich dir mal, auch den gebe ich dir mal hier, den Schlauch. Ich rutsche einmal hier auf die Seite. Du rutschst einmal auf die Seite. Ich steck's mal eben in die Steckdose. Ein Verlängerungskabel haben wir übrigens auch gleich noch, genau dieses hier. Ich stecke den rein, mach ihn an. So, da ist er. So. Jetzt musst du einen Knopf drücken. Ja. Dann sieht man, dass da Wasser rauskommt. Wow. Eine Menge. Und zwar ordentlich. Das Wasser wird aber dann gleich wieder aufgesaugt. Das wird richtig durchgespült, was sie hier machen. Das dreckige Wasser sammelt sich da, das saubere Wasser da und Wasser alleine reicht schon, um Kaffeeflecken rauszumachen. Natürlich nicht nur aus Autositzen, auch bei Pölstermitteln bei Ihnen zu Hause. Sie werden dieses Gerät lieben. Es passiert schon mal, dass ein Kaffee umkippt im Auto. Es passiert schon mal, dass sowas zu Hause passiert. Meine Bananenschalen haben Spuren hinterlassen hier. Es ist wirklich unglaublich, oder? Super. Also ich habe letztens erst auf meinen Sitzen schön so einen Kaffee verschüttet. Und es ist einfach super ärgerlich, weil damit dann zum Aufbereiter zu fahren, da ist man so viel Geld los. Und hier für 94 € das einfach selber machen zu können, tagtäglich. Ja. Ich glaube, da würde ich einfach wirklich mit Absicht irgendwas umkippen, einfach auch endlich wieder Auto sauber machen. Weil Moni und ich lieben es, Auto sauber zu machen. Wie viele Stunden haben wir das früher gemacht? Wie viele Stunden waren wir früher an der Waschanlage und haben zusammen Autos gewaschen? Ja, ewig, wirklich. Ey, ich wasche mein Auto auch gern. Ich kann das nicht haben, wenn das dreckig ist. Ich muss mich ja auch wohlfühlen drin. Und gerade mit so einem, wenn dann solche Flecken drin sind, das kann auch festgetrocknete Schokolade sein von den Kindern. Egal was, die kriegen hier wirklich alles raus aus den Polstern. Sie sehen das hier bei meinem Auto, da war mir nämlich eine Thermoskanne, ich bringe mal Kaffee mit morgens hier zur Arbeit, war mir umgekippt und die war nicht ganz zu und damit ging das alles raus. Es ist wirklich fantastisch hier, wie sauber das alles wird.
wenn man da einfach dann mal das durchspült. Und ich habe das wirklich nur mit warmem Wasser gemacht. Sie können natürlich noch Putzmittel dazu tun, wenn Sie wollen, aber bei mir hat hier das warme Wasser gereicht. Und schauen Sie mal, Sie haben den Kaffeefleck vorher gesehen, jetzt ist da nichts mehr zu sehen. Es gibt auch keine Wasserflecken, weil das halt gleich alles wieder aufgesaugt wird hier mit der Bürste. Es ist wirklich eine beeindruckende Maschine, die Sie eben fürs Auto brauchen können, aber auch für zu Hause. Ich weiß, wenn man auf so Polstermöbeln da mal einen Fleck hat oder durch ganze, da sehen Sie es nochmal vorher, nachher, ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ja, ganz. Ja, das sieht wirklich richtig super aus und so einfach kann es gehen. Natürlich fürs Auto, aber auch vielleicht einfach mal Polstermöbel, wie gesagt, zu Hause. Aber kommen wir nochmal zurück zum Auto. Sie kennen es vielleicht auch mit Haustieren oder auch wenn man vielleicht Kinder hat, die da mal schön im Kindergarten waren, mit den Matschfüßchen dann am Sitz irgendwie lang gekommen sind. Das ist einfach gang und gäbe. Es ist halt der Alltag, man benutzt ja auch sein Auto immer. Aber man sollte es auch natürlich pflegen und sauber machen und hiermit geht das hervorragend. Sie haben es gerade gesehen, wie toll Merve das gemacht hat und so können Sie das auch bald bei sich zu Hause machen. Übrigens, das Verlängerungskabel präsentieren wir Ihnen auch gleich noch in der Sendung. Also dann haben Sie wirklich alles da und dann ist Ihr Auto wieder richtig schick sauber. Mir gefällt das. Es ist, weißt du, so ein Fleck, den siehst du jeden Tag und ärgerst dich jedes Mal. Oh Gott, da habe ich einen Kaffeefleck gemacht. Ich kann mein Auto nicht mehr so schön sehen, wie es mal war. Damit kann man wirklich alles super sauber machen. Es gibt ja auch immer bei den Schnellrestaurants so ein Drive-In, ne? Da kriegst du dann immer Burger mit 1000 Soßen und Pommes Mayo und alles. Oh, natürlich bleibt das auf dem Sitz früher oder später, gerade wenn Sie Kinder haben. Hiermit ist das überhaupt kein Problem, diese Flecken wieder zu entfernen. Das ist was fürs Leben, weil da kann man immer gebrauchen fürs Auto, für zu Hause, hier, um eben diese hartnäckigen Flecken rauszuspülen. Da ist ja eine richtig kräftige Bürste dran. Das wird mit Wasser alles durchgespült und dann gleich das Wasser wieder aufgesaugt, dass es keine Wasserflecken gibt. Ich bin absolut begeistert. Das Video, was wir da eben gesehen haben, war am ersten Tag, als wir das Produkt hatten, letztes Jahr irgendwann. Und ich dachte, oh, mein Kaffeefleck im Auto. Das war mein erster. Ich will es benutzen, ja. Ja, sowas ist einfach ärgerlich, ne? Gerade wenn man, das war jetzt sogar, mein Auto ist innen relativ schwarz, da sieht man nicht so viele Flecken, aber gerade dieser graue Rand da, wo dieser Kaffeefleck war, das ist mir wirklich ins Auge gestochen. Ich hatte den Fleck ein halbes Jahr und habe mich wirklich jeden Tag drüber geärgert. Ja, und Sie ärgern sich bestimmt auch über den ein oder anderen Fleck in Ihrem Auto. Den können Sie jetzt ganz einfach wieder loswerden mit unserem Waschsauger für Polster, Textilien und auch Autositze zum TV-Sonderpreis von 94,99 €. Die Bestellnummer ist die ZX6205 und die 569. Und dann haben Sie einfach wieder richtig toll gesäuberte Autositze, vielleicht auch mal zu Hause auf dem Sofa. Auch da ärgert man sich ja wirklich enorm drüber. Ich habe jetzt auch gerade, ich bin ja umgezogen, habe auch ein neues Sofa. Und wenn da ein Fleck drauf wäre, dann würde ich mich auch wirklich sehr ärgern. Ja, bei meinem Sofa allein schon, wenn du drauf sitzt, ne, über die Jahre bildet sich dann da so eine Schicht auf den Lehnen. Das Kissen kann man meistens waschen, aber gerade so an der Lehne ist dann halt immer manchmal diese Speckschicht, sagt man eigentlich. Ein 5 Meter langes Verlängerungskabel haben wir auch noch für Sie hier für diesen Polsterwischer. Aber können Sie natürlich auch für alles andere benutzen. Sehr, sehr cool hier, dass der für Outdoor ist. Sie sehen das, hier ist so eine Kappe drauf, damit es also wirklich wassergeschützt ist. 5 Meter lang, damit können Sie alles anschließen. Bringt Strom von A nach B. Vielleicht haben Sie noch ein altes Kabel, das ist irgendwo im Keller. Wahrscheinlich dreckig, wahrscheinlich Spinnweb drauf. Holen Sie sich lieber ein neues Kabel. Kabel werden auch brüchig mit der Zeit. Das hier ist outdoorfähig und eben richtig gute Qualität. Am besten gleich mitbestellen. Ja, für nur 18,04 € am besten direkt mitbestellen. 5 Meter ist auch wirklich enorm lang. Ich glaube, da kommt man richtig gut weit mit. Die Bestellnummer für unser Verlängerungskabel für den Außenbereich ist die NX7394 und die 569. Ja, und dann haben Sie alles zusammen, können Ihre Räder wechseln und auch Ihr Auto sauber machen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sendung gewesen. Ich freue mich immer, wenn es ums Thema Auto geht. Aber Sie haben bestimmt hier auch schon Ihre Lieblingsprodukte gefunden und die am besten auch direkt bestellen, weil wir haben ja auch überall unseren Spitzen-TV-Sonderpreis. Wir haben TV-Sonderpreis. Wenn Sie sich alles zusammenholen für diesen Radwechsel, dann sind Sie immer noch billiger, als wenn Sie es 2, 3 Jahre oder ein Jahr, denke ich,
ich schon hier zu Ihrem Reifenhändler bringen. Es macht einfach Sinn, das selber zu machen. Und autosauber möchten wir alle gerne haben. Gerade wenn Sie Kinder, wenn Sie Haustiere haben, dann wird das sehr schnell dreckig. Oder wenn Sie wie wir immer weiten Weg zur Arbeit haben. Also ran ans Telefon und dann allzeit gute Fahrt.